wird um die Themen gehen Werte, Probleme, Familie und Lebenstraum, wie all das miteinander zusammenhängen kann. Hey, ich bin Matthias Schwem, habe mich 26 Jahre lang als Selbstbewusstseinstrainer bezeichnet und seit Jahren ist mir klar, es steht eigentlich eine Art Rebranding an, eine Art Neuspezialisierung, aber gefühltermaßen war die Klarheit noch nicht da. Und insbesondere durch Veränderungen in meinem Privatleben ist diese Klarheit jetzt da. Für das, was jetzt kommt, ist es wahrscheinlich sehr sinnvoll, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst. Und zwar nicht, indem du dir die Zeit von irgendwas anderem abknappst, sondern indem du etwas Zeit in dich investierst, in deine Zukunft. Nach dem Motto, den falschen Weg zu optimieren, ist im Regelfall viel, 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 viel problematischer, als den richtigen Weg zu finden und möglichst mit Sofortwirkung den richtigen Weg zu gehen. Und das wirft im Kern die Frage auf, was könnte das denn überhaupt sein, der richtige Weg? Meine Kurzantwort darauf lautet in dem Maß, wie du deine Lebenswerte kennst, und zwar deine wahren Lebenswerte. Und ich rede nicht von deinen Kopfwerten. Ja, Kopfwerte sind das, von dem man glaubt, dass es einem wichtig sei, wo man dann aber lebenspraktisch immer wieder feststellt, weil man sich das nicht irgendwie täglich auf die To-Do-Liste schreibt, dann gerät es in Vergessenheit, dann schiebt man es zurück. Ja, das sind Kopfwerte. Und die wahren Werte, die wahren eigenen höchsten Lebenswerte, das sind die, die dich von innen heraus begeistern, die dich von innen heraus mitreißen, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die dir eine Ausstrahlung schenken, wie du es durch praktisch nichts anderes auf dieser Welt auf Dauer so haben kannst. Und in dem Maß, wie du deine wahren eigenen höchsten Lebenswerte von innen heraus lebst, brauchst du dir um Probleme aus einer gewissen Sicht heraus nie wieder Gedanken zu machen. Warum das so ist, darauf gehe ich gleich ein. Vor allem wirst du dich nie wieder als unmotiviert erleben. Denn sich demotiviert oder gar frustriert zu erleben, ist im Kern nicht eine Frage von Motivation, sondern ist im Kern eine Frage der Sinnhaftigkeit oder der Sinnlosigkeit. Und in dem Maß, wie man zum Beispiel Papierstapel von A nach B umschichtet, erleben das viele Menschen als sinnlos. Oder in dem Maß, wie man eine gewisse Arbeit mehr oder weniger mechanisch tut, erleben das auch wiederum viele Menschen als sinnlos. Es kommen viele, viele Glaubenssätze dazu, von wegen, man muss doch irgendwie sein Geld verdienen, man muss doch froh sein, wenn man einen Job hat. Das mag alles zutreffend sein. Unabhängig davon gibt es eben Menschen, die es auf ihre Weise schaffen, den Weg in ihr Leben zu finden, ja, zu ebnen. Und eine der Kerngemeinsamkeiten von vieler dieser Menschen besteht darin, und das ist so meine Beobachtung über die Jahrzehnte hinweg, nicht, dass es diesen Menschen in die Wiege gelegt worden wäre, sondern ganz im Gegenteil, dass diese Menschen zum Teil mit größten Problemen konfrontiert wurden oder sich größte Probleme selbst sozusagen erschaffen haben. Und diese Probleme aber nicht als eine Art Alibi nutzen, von wegen, oh Gott, ich Armer, ja, warum jetzt auch noch dieses Problem auf meinen Schultern und allen anderen geht so gut und ich, armer, armer, armer Kerl, ja, mich hat das Schicksal so schwer und so hart getroffen. Und im Kern, wie man heute weiß, ist es sozusagen nicht zu 100% die Wucht des Schicksals oder die Wucht der Probleme, sondern im Kern ist es die Art und Weise, wie man dieses Schicksal, wie man diese Probleme ansieht. Und ganz viele Menschen erstarren sozusagen, sobald ihnen ein Problem begegnet und oder reagieren mit Angst. Und so menschlich das vielleicht sein mag, es ist letzten Endes eine erlernte Reaktion. Und eine Alternative dazu, die eine ganze Weile braucht,
und die man vielleicht auch nach Jahren noch nicht in allen Lebensbereichen leben kann, die aber sehr dienlich sein kann. Das ist einfach die, dass man sagt, Problem, juhu, Probleme sind Entscheidungskatalysatoren, Probleme sind Wachstumskatalysatoren. Denn im Regelfall ist es so, in dem Maß, wie man ein Problem gelöst hat, hat man dadurch etwas dazugewonnen, hat man dadurch etwas dazugelernt, ist man dadurch gewachsen, ist man dadurch ein Stück weit größer als der Mensch, der man davor war. Ja, wie spielt Familie in das Ganze hinein? Aus meiner Sicht, wenn ich auf die Biologie schaue, also auf das Leben, dann kann es nach meinem Verständnis im Kern nur ein Ziel geben, nämlich das Ziel, dass man sozusagen nicht ausstirbt, sprich, dass man ein Kind oder Kinder hat. Und dass man aus meiner Sicht idealerweise nicht einfach ein Kind oder Kinder hat, sondern eine Familie, ja, gegründet hat, Teil einer Familie ist, die ja vorrangig natürlich erstmal für das Überleben vom Kleinen sorgt, ja, vom Säugling, vom Kleinkind, die diesen kleinen Lebewesen Sicherheit bietet und nach dann eben all das, was dieser Mensch braucht, um, ja, aus meiner Sicht, sein eigenes Leben leben zu können, in dem Maß, wie das Kind allmählich, ja, wächst und heranreift. Aus der Haltung heraus, dass dieses Kind idealerweise mit dem Eintritt der Volljährigkeit voll und ganz zu seiner Verantwortung steht, gelernt hat, voll und ganz zur Verantwortung zu stehen und nach immer mehr, ja, sich von den Eltern abkoppelt, aber nicht im Sinne von notwendigerweise die Verbindung cutten, aber eben so, dass dieser 18-jährige Mensch eben selbstständig ist, lebensselbstständig und nicht abhängig, nicht, ja. Wenn ich mir Lebenskonzepte von Menschen anschaue, und das ist das, was ich seit Jahrzehnten tue, das ist das, woran ich seit Jahrzehnten Anteil habe. Und dann, wenn ich in der Zeit zurückspule, dann war es so, mit 15, 16 oder so, da hat es mich immer interessiert, wir haben es Menschen geschafft, erfolgreich zu werden. Und damals war für mich Erfolg weitestgehend noch gleichgesetzt mit, ja, viel Geld oder viel Ansehen oder viel Macht gewinnen oder sich zu erarbeiten. Und dann war es so, ich hatte irgendwann, da war ich vielleicht so 30, 35 Jahre alt, mal wieder eine Biografie von einem extrem erfolgreichen Menschen gelesen und habe dann gemerkt, mit dieser Biografie ist irgendwas anders, die zieht mich nicht an. Und das, obwohl dieser Mensch nach meinen Kriterien sehr erfolgreich war. Dann habe ich mir die Frage gestellt, was ist denn da anders? Oder was ist in mir jetzt anders? Und dann ist mir klar geworden, dieser spezielle Mensch, obwohl der nach meinen Kriterien erfolgreich war, dieser Mensch war erfolgreich als Angestellter. Konkret war dieser Mensch ein Manager auf der allerhöchsten Ebene, ein Manager, der einen internationalen, was weiß ich, Multimilliardenkonzern mutmaßlich bewegt hat. Und ich habe gemerkt, einfach die Tatsache, dass dieser Mensch letzten Endes ein Angestellter war, bewirkte in mir, dass ich nicht so motiviert war, diese Biografie zu lesen wie viele, viele andere. Und da ist mir dann in der Rückschau bewusst geworden, warum ich manche Biografien trotz, ja, Erfolg im genannten Sinn einfach nicht so angesprochen haben, andere dann sehr wohl. Und ab dem Moment ist mir dann noch klarer geworden, für mich ist es nicht nur wesentlich sozusagen, dass ein Mensch erfolgreich ist, wobei zum Thema Erfolg werde ich gleich noch mehr sagen. Nur so viel, heute hat Erfolg für mich mit Geld nur noch am Rande zu tun, das vielleicht, und im Wesentlichen mit innerem Glück, mit Freude, mit Begeisterung, so das erstmal
kurz vorab als Kernverständnis, als Kernerklärung meines Verständnisses von Motivation. Ja, jedenfalls in der Rückschau ist mir dann bewusst geworden, die Biografien von Menschen, die sozusagen diese Erfolge quasi für andere erzielt haben, also für die Firmen als solche zum Beispiel, das hat mich bei weitem nicht so begeistert wie die Menschen, die letzten Endes ihre eigene Firma dann oft begründet haben. Ja. Im Verlauf dieser über 26 Jahre, die ich mit Menschen in vor Ort Kleingruppen-Intensiv-Workshops arbeite, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, was sind denn so meine Idealklienten? Und du kannst dir leicht vorstellen, im Verlauf der Jahre hat sich das immer wieder verändert und es hat sich jetzt wieder verändert. Dahingehend, dass mir klarer geworden ist, da wo das allermeiste meines Herzblutes vom Prinzip her hinfließt, das ist, wenn Familien erfolgreicher werden wollen. Und zwar nicht primär im monetären Sinn. Einer meiner damaligen Mentoren, der sagte, die zweitschwierigste Aufgabe auf dieser Welt, die ein Mensch versuchen kann zu bewältigen, das ist das Führen einer erfüllenden Liebesbeziehung. Und die größte Herausforderung, der sich ein Mensch stellen kann, ist, aus so einer erfüllenden Liebesbeziehung heraus ein Kind oder Kinder zu haben, also Vater oder Mutter zu werden, zu sein. Und wenn ich so in die Welt hinausschaue, dann ist mein Eindruck der, die Welt ist voller Irrlichter, die Welt ist voller Pseudo-Experten, die diesbezügliche Welt ist voller Halbwissen. Und ab sofort werde ich mich primär auf Familien konzentrieren, spezialisieren, und zwar nicht notwendigerweise in der Form, dass ich mit der ganzen Familie arbeite, mit der ganzen Familie, sondern möglicherweise ja nur mit dem Familienvater oder nur mit der Familienmutter oder wie auch immer. Und natürlich werde ich auch weiterhin mit Singles arbeiten, und zwar primär mit solchen Singles, die im Sinn haben, vielleicht irgendwann eine Familie gründen zu wollen. Und Menschen, mit denen ich nicht mehr arbeiten werde, das sind Menschen, für die klar ist, dass sie keine Kinder haben möchten und oder für die klar ist, dass sie nicht mit Kindern arbeiten möchten. So. In Bezug auf Familie, da habe ich lebenspraktisch gesehen viele Erfahrungen gesammelt, die ziemlich einzigartig sind. Einzigartig mit positiven Vorzeichen, einzigartig mit negativen Vorzeichen. Und die Bandbreite meiner persönlichen Familienerfahrung, die ist so groß, ich könnte viele Bücher darüber schreiben. Ich möchte jetzt aber natürlich an dieser Stelle nicht meine persönlichen Interna sozusagen hier in die Welt bringen, sondern was ich hier mit diesem Livestream, mit diesem Video, mit dieser Podcast-Episode kommunizieren möchte, das ist, dass in dem Maß, wie du dich angesprochen fühlst, entweder als Teil einer Familie im genannten Sinn oder als Single, der du vielleicht eine Familie begründen möchtest oder als jemand, der in einer Beziehung ist, ja, wo ein Kinderwunsch prinzipiell im Raum steht oder wo da zumindest ein Fragezeichen ist und du bzw. ihr gemeinsam erfolgreich werden möchtet, was auch immer das bedeuten mag für euch persönlich, in dem Maß bin ich möglicherweise der für euch dienlichste Ansprechpartner. Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen, aufgrund meiner vieljährigen Ausbildungen, die ich im Verlauf dieser über 26 Jahre belegt habe, aufgrund meiner extrem
breiten, tiefen Erfahrungen, die ich im Verlauf dieser über 2,5 Jahrzehnten mit Tausenden von Menschen in der Vorortarbeit von Angesicht zu Angesicht in Kleingruppen, Intensivworkshops sammeln durfte. Wenn du dich also angesprochen fühlst, als Teil einer Familie, mit deiner Familie erfolgreich, erfolgreicher, und zwar für euch als Familie und zum Wohle aller werden zu wollen, dann freue ich mich sehr darauf, wenn du auf die für dich geeignete Weise mit mir in Kontakt trittst. Die Hauptplattform, mit der du in Zukunft, und zwar schon ab sofort, aber vor allem auch in Zukunft mit mir in Kontakt treten können wirst, ist die Seite gehirngold.de. Gehirngold ist ein Begriff, den ich geprägt habe, denn die beste Investition in die Zukunft, so sehe ich das, ist, indem man in das hinein investiert, was man zwischen seinen Ohren trägt, in sein Gehirn. Jahrhundertelang haben Menschen versucht, aus unedlen Metallen Gold hervorzubringen. Ich suche gerade nach dem Begriff. Wie lautete dieser Begriff? Alchemie. Die Alchemisten versuchten Jahrhunderte oder Jahrtausende lang aus unedlen Metallen Gold zu generieren. Und über Gehirngold, also über das, was du in dein Gehirn hineintust, da kannst du letzten Endes im wörtlichen Sinn Gold generieren, aber vor allem viel mehr. Ja, sozusagen Herzensblut in vielfältigem Sinn. Ja, du kannst Leben in die Welt bringen oder kannst dein Leben weiterreichen. Du kannst dafür sorgen, dass es dir gut geht, dir als Mann, dir als Frau, dir als Beziehungspartner, dir als Vater derzeit oder als zukünftiger Vater oder als Mutter oder als zukünftige Mutter. Und wenn dich das irgendwie anspricht, ja, vielleicht noch ein paar weitere Infos. Als ich vor über 26 Jahren mit dem ersten Selbstbewusstseinstraining anfing, jetzt muss ich gerade rechnen, ja, da war ich schon dreifacher Vater damals. Und damals war mir klar, ich werde insbesondere auch Selbstbewusstseinstrainings für Jugendliche in die Welt bringen, was ich dann ein paar Jahre später begonnen hatte zu tun. Und mir wurde dann irgendwann klar, ich werde kombinierte Eltern-Kind-Selbstbewusstseinstrainings in die Welt bringen, was ich dann auch getan habe und wo sich sofort die Medien drauf gestürzt hatten, weil das damals noch so einzigartig war. Und soweit ich die entsprechende Welt heute überblicken kann, ist es immer noch ziemlich einzigartig und es ist vor allem wirkungsvoll. Manche Eltern, die sich's leisten können, die legen zum Beispiel ein Sparbuch an, ja, wenn ein Baby auf die Welt kommt. Ich habe für zwei meiner Jungs habe ich ja URLs angelegt, also Webseitennamen, weil aus meiner Sicht das auf Dauer eine höhere Rendite haben kann. Also wenn man dann Inhalte hinterlegt und so weiter als Geld auf der Bank. Und heute vertrete ich den Standpunkt, das aller wertvollste, was man insbesondere auch seinen Kindern schenken kann, ist letzten Endes sozusagen auch Gehirngold. Und wenn du was für dich tun möchtest, wenn du was für deine Liebesbeziehung tun möchtest, wenn du was für deine gegenwärtige oder zukünftige Familie tun möchtest, auf eine Art und Weise, die einzigartig wirksam ist und die sozusagen im Rahmen des Möglichen am obersten Limit euch wachsen lässt, euch reifen lässt, euch glücklich machen wird, dann geh jetzt auf gehirngold.de, trag dich da ein, dann bist du sozusagen in der Schleife drin. Dann erhältst du von mir hin und wieder Einladungen zu Vorgehensweisen, zu Workshops und so weiter, die, soweit ich das überblicken kann, nach wie vor weitestgehend einzigartig in ihrer Wirkung sind.
Ich bin Matthias Schwem, Selbstbewusstseinstrainer seit über 26 Jahren, Gründer von gehirngold.de für dein familienbasiertes, für deinen familienbasierten Lebenstraum. Trag dich jetzt ein auf gehirngold.de. In diesem Sinn, bis dahin, ich bin Matthias Schwem. Ciao.